Da ist ein Priester, der in einen ziemlich kleinen Ort in der Provinz versetzt wird. Er beginnt mit der Arbeit, Messen, Religionsstunden, all das. Aber eines will einfach nicht gut laufen, und das sind die Beichten. Nicht gut heißt nicht unbedingt schlecht, es läuft eben nie so, wie man sich's vorstellt. Fast alle, die zur Beichte kommen, haben sich Schlimmes vorzuwerfen. Ehebruch, Drogen, Tabak, Alkohol. Man weiß nicht, wer der Schlimmste von ihnen ist. Und es ist dem Priester klar, dass da ein paar passende Worte fällig sind. Das Volk ist nicht besonders helle, weshalb er es möglichst einfach erklären muss. Er hat auch schon bald eine Idee. Am Sonntag während der Messe steigt er auf seine Kanzel. Da überblickt er alles. Aber statt zu predigen, holt er eine Dose raus, die er mitgebracht hat. Er öffnet sie, alle fragen sich, was da drin ist. Er greift rein und in seiner Hand zappeln 5 Regenwürmer. Die Leute begreifen nichts. Zusätzlich hat er noch 5 Röhrchen dabei. 5 Fiolen, kaum so groß wie ein Finger. Die Leute warten ab, wie es weitergeht. Sie fragen sich schon, ob er einen an der Waffel hat. Er fängt an zu sprechen. Alle sind still, um ihn zu verstehen. Er sagt, in diesem Röhrchen ist Alkohol. Gleichzeitig packt er einen der Regenwürmer rein. In der zweiten Fiole ist Kokain. Und wieder tut er einen Regenwurm rein. Wie kommt einer wie der an Kokain? Niemand versteht, worauf er hinaus will. Er fährt fort. Diese habe ich mit Zigarettenrauch gefüllt und packe einen Regenwurm. Dazu. In der vierten Fiole ist Sperma. Auch da tut er einen Wurm rein. Alle malen sich aus, wo er wohl das Sperma her hat. Die letzte enthält pures Wasser. Darin packt er den 5. Wurm. Er schüttelt alle Fiolen. Wie ein Barmann. Die Leute machen sich Sorgen. Was mag nur mit ihm los sein? Er holt den Regenwurm aus dem Alkohol. Ha, mausetot, kein Wunder. Der im Kokain ist auch verstorben. Er hält ihn hoch, damit man sieht. Die armen Würmer in Sperma und Zigarettenrauch leben auch nicht mehr. Aber das große Wunder ist, dem im Wasser geht es gut. Das ist das, was er erwartet hat. Voller Freude fragt er die Menschen. Also, was hat das zu bedeuten? Ganz einfach, Herr Pfarrer. Wenn man säuft, raucht, Drogen nimmt und bumst, hat man keine Würmer.